Sehr gut. Es geht mir noch einmal um das Wesen, dieses Elementarwesen. Hättet ihr eine Möglichkeit gehabt, dieses aufzuhalten, oder habt ihr zumindest Schritte eingeleitet, dies zu versuchen? Selbstverständlich, das war meine ursprüngliche Intention, als wir das Haus betreten haben. Doch, wie ich sagen muss, die Gräumer haben sehr potente Arbeit geleistet. Im Kontext dessen, und ihr habt das Elementarwesen ja mehrfach als Dämon bezeichnet, was ich an dieser Stelle noch einmal aufs Schärfste kritisieren und zurückweisen möchte, denn ein Elementarwesen hat nichts, aber auch wirklich gar nichts mit einem Dämon zu tun, wäre ich natürlich sofort dazu übergegangen, das Elementarwesen innigst darum zu bitten, von diesem brennenden Tun abzulassen. Ich habe hier eine Aussage, die besagt, dass ihr auf die Vernichtung des benannten Elementars lautstark reagiertet. Ist dies korrekt? Mit unzufrieden? Metafrage, habe ich das? Ich glaube Ja. nämlich nicht. Habe ich? Der Elementar ist vernichtet worden und dann seid ihr beide danach da reingegangen, weil du sauer warst, dass die den Elementar vernichtet haben. Oder sehe ich das jetzt falsch? Nee, ich Ja, aber bin das konnten die tatsächlich. Gräume drin ja nicht wissen, nicht Ja, aber da innen. stehen noch Nee, Gräume draußen. das Ding war folgendes. Also, Meta jetzt. Ich habe zu Abelmir gesagt, nachdem er sofort gekommen ist, gesagt hatte: Hey, Vapo, ich habe ihn nicht unter Kontrolle. Okay, dann möchte ich jetzt kontrollieren, um das Ganze abzubrechen, weil ich ja in dem Moment nicht wissen konnte, ob der nicht noch anderes anzündet. Entsprechend bin ich auch nicht negativ drauf, also habe ich nicht negativ darauf reagiert, als die Gräume ihn gelöscht hatten. Weil Feuer hätte ja auch übergreifen können. Also. Antworte auf die Frage. Könntet ihr die Frage wiederholen? Dieses Wesen, würdet ihr denn grundsätzlich glauben, dass es ein zumindest feindliche Intention hatte? Das kann durchaus sein. Und wenn dieses Wesen, sagen wir mal, von Herrn Morenes ausgehen würde, könnte Das man kann. davon aus, nur theoretisch, ich weiß, ihr könnt das nicht sagen, Herr Morenes wird sich dazu selber äußern, wenn dieses Wesen von Herrn Morenes ausgehen würde, wäre er doch verantwortlich für eventuelle Wirkungen dieses Wesens. Ist dies korrekt? Einspruch, keine Vermutung. Ist Herr Stattgegeben. Morenes für die Folgen seiner Magie verantwortlich? Das müsst ihr Herrn Morenes fragen, der kennt sich mit Magierecht und Einspruch, Bödenrecht Mutmaßung. besser aus. Stattgegeben. Seid ihr für die Wirkung eurer Magie verantwortlich? Nun, in meinem Selbstverständnis natürlich. Vielen Dank. Ich denke, bei euch habe ich nicht mehr so viele Fragen. Aber Nun. vielleicht komme ich noch einmal auf euch zu, wenn ich mit Herrn Morenes gesprochen Ich habe. hätte im Umkehrschluss aber gleich noch ein paar Fragen an euch und würde dann im Anschluss auch gerne noch ein, zwei Verlautbarungen verlesen, so mir das gestattet ist. Aber wir machen nun erstmal mit Herrn Morenes weiter. Ich denke, das ist Die der. Zeit für eure eigenen Fragen wird kommen, Jüngelchen. Nun geht zurück. Und dann nicke ich der werten Richterin wieder zu, dass sie wieder die Übernahme nehmen. Wir haben einen Auslöseantrag von der großen grauen Gilde des Geistes erhalten. Sie möchten das Tribunal für den Adeptus Jamorenes selbst durchführen. Ja, das ist korrekt. Wir haben einige Informationen, die uns vorliegen, und trotz des relativ neuen Gildenwechsels ziehen wir es dann doch vor, den Auslöseantrag zu stellen. Wir geben dem Auslöseantrag selbstverständlich statt. Das Tribunal wird bestehen aus euch selbst. Und meinen beiden Kollegen hier, die auch ebenso in der Grauen Gilde sind und als Magister an der Schule des Seienden Scheins zu Zorgarn lehren und dort einen sehr guten Ruf genießen. Es handelt sich dabei, wie ihr eventuell wisst, um Irina, die Hexe, und um Fereshte, den Gaukler. Der Schreiber wird diese Namen vermerken. Ja, damit verbeugt sich Corena Sabamerisa. Und wird sich widersetzen. Ich nehme an, ihr möchtet die Verhandlung für ihn nicht an diesem Ort fortführen. Ich denke, dass die magische Expertise des hier vorhandenen Publikums, der Zeugen und auch der Anklage eventuell etwas gelitten ist, aber wenn das hohe Gericht darauf besteht, dann werden wir uns dem beugen, was Sie beschließen. Immerhin scheint es hier nicht nur eine
profane Anklage zu geben, sondern eben auch eine magische Jurisdiktion. Daher würden wir ein profanes Plündern hier zulassen und den späteren Verlauf, die, so wie es hier drin steht, die Herbeirufung eines Djinnen auf später verlagern. Sehr recht. Herzlichen Dank. Wir rufen nun in den Zeugenstand den Adeptus Jamorenis. Ja, ich erhebe mich und begebe mich in den Zeugenstuhl. Anklagestuhl, wie auch immer. Ich gehe recht in der Annahme, Frau Richterin, dass sämtliche magischen Fragen im Gildengericht erörtert werden und ich nur profane Dinge erläutern werde. Das ist soweit korrekt. Ihr hattet eine Einwendung? Ich möchte vorher den Zeugen befragen, ob er zum aktuellen Zeitpunkt unter Magieeinfluss steht. Selbstverständlich. Ich stand zu diesem Zeitpunkt unter keinem Magieeinfluss. Ich meine, gut, dann haben wir die Frage auch schon einmal geklärt. Steht ihr zum jetzigen aktuellen Zeitpunkt unter Magieeinfluss? Soweit ich das aus meiner Warte beurteilen kann, nein. Dies ist natürlich eventuell der wirkenden Magie geschuldet, falls es doch so ist. Vielleicht wollt ihr einen Zauber wirken, um dies festzustellen. Ja, sie nickt einmal der Frau neben ihr zu und du kannst sehen, wie dann eine große schwarze Katze, oh, die ist echt groß, so dann sich von dieser Anklagebank, ist es nicht wirklich, ist es einfach ein weiterer Tisch, der daneben gestellt wurde, löst sich dann diese Katze und streicht dann so ein bisschen um deine Beine herum. Das scheint wohl genug Aussage zu sein. Der Zwerg zieht sehr missbilligt die Augenbrauen zusammen, wenn Zauber erwähnt werden. Ja, dann wohl auch, wenn jetzt hier vertrauten Tiere rumlaufen. Ich habe schon die Augen zugekniffen, seit wir hier reingekommen sind. Ja, Frage an Abelmir. Stehst du gerade unter einem, weiß ich nicht, Attributo oder sowas? Nein. Ja, das ist jetzt nämlich die OT-Frage, die ich von dir brauche. Hast auch nichts gewürfelt. Gut. Dann wird sich Corena Sabemerisa wieder setzen und zufrieden mit einem Handdeuten auf die Richterin zeigen. Gut. Wenn ihr möchtet, dürft ihr mit eurer Anklage beginnen. Vielen Dank. Herr Morenis, ist das korrekt? Ja. Das ist korrekt. Vielen Dank. Lassen Sie die Titel beiseite. Ja, natürlich gerne. Ich gehe recht in der Annahme, dass auch ihr aus dem Inquisitionsgefängnis in Pericum geflohen seid. Das ist nicht korrekt. Ich befand mich zu diesem Zeitpunkt in Gesellschaft des Grafen. Ja. Und besuchte diese Gefangenen. Woher habt ihr diese Informationen? Auf eurem Steckbrief ist von einer Flucht die Rede. Und wenn ihr da zu Besuch wart, kann man dann davon ausgehen, dass ihr in einer Art, ja, wie möchte man es fast sagen, eine Art Befreiungsaktion dort unterwegs gewesen seid? Wie ich aus eurer Ausführung unternehme, seid ihr nicht über die Details dieser Anklage informiert oder unterschlagt zu dem Gericht? Einspruch, welche Bewandtnis hat das alles? Das für den Leumund des Zeugen natürlich. Nicht stattgegeben. Das ist relevant für das weitere Verfahren. Dürfte ich weiter ausführen? Ja, ihr habt mir eine Frage gestellt und ich würde sie gern beantworten. Ich denke, dass wir hier nicht erläutern müssen, welche eurer vorherigen Verbrechen, ob sie zutreffend sind oder nicht. Das wird ein Gericht in Pericum klären. Hier geht es darum, ob ihr ausgeschrieben seid. Nicht. Es geht um die darum, warum ich ausgeschrieben werde und gesucht werde. Und zwar wurden wir gesucht und angeklagt, weil wir eine Dämonenarche einem verräterischen Admiral übergeben sollten. Und dies kann wohl nicht im Sinne der 12 Götter sein. Ja, stimmt ihr mir zu? Wem werft ihr denn Verrat vor, wenn ich hier fragen darf? Nun, diesem Admiral. Er wollte sie in seine Flotte eingliedern.
Könnt ihr diesen Admiral genauer benennen oder ist das ein ominöser Admiral? Ich habe den Namen schon nicht. Rudon von Mendena. Rudon von Mendena. Rudon von Mendena. Vizeadmiral der Perlenmeerflotte. Admiral. Ist Rudon von Mendena momentan als Verräter gehandelt? Also ist eure Behauptung, dass der Mann ein Verräter ist, aus der Luft gegriffen? Nein, er handelte bloß wieder den Zwölfen. Wenn ihr doch dieses Wissen habt, warum seid ihr gegen einen, wie ihr sagt, verräterischen Admiral nicht vorgegangen? Nun, zu diesem Zeitpunkt war es mir nicht möglich. Und es ist euch immer noch nicht möglich, euch in einem ordentlichen Gericht diesen Dingen zu erwehren? Das ist korrekt. Warum nicht? Nun, da in diesem Verfahren würde seine Aussage gegen meine stehen. Und ihr denkt nicht, dass das Licht von Herrn Praios die Wahrheit hervorbringen würde? Ihr zweifelt an Herrn Praios, ist dies korrekt? Das ist eine Unterstellung, eine Spekulation, die ich so nicht bejahen kann. Ihr glaubt also, dass in Aranien gesprochenes Recht nicht Praios Recht ist, weil wenn ihr Recht habt, müsstet ihr euch ja nur vor ein Gericht stellen und man würde euch zustimmen. Ankläger Gumur, konzentriert euch auf die vorliegenden Anklagen. Sehr gut. Dann werde ich dies tun. Da ich ja nicht zu magischen Dingen befragen darf, würde ich dies natürlich auch nicht tun, auch wenn ich das gerne würde. Aber naja. Ich habe, wie wir hier wiederholt gehört haben, hattet ihr die Informationen, dass sich in diesem Waisenhaus dämonisches Material befand. Woher habt ihr diese Informationen? Zu diesem Zeitpunkt war dieses Haus weder ein Waisenhaus noch ein sonstiges karitative Einrichtung. Dieses Haus war eine Dämonen-Casino, in dem die Obrigkeit und Paktierer Orons ein- und ausgingen, um die Taschen der gierigen Falscher zu füllen. Möchtet ihr das Dokument noch einmal sehen, auf dem es als Waisenhaus ausgesehen wird? Ich sagte, zu dem Zeitpunkt, wo wir dieses Haus betraten, war es... Angeklagter Jamorenis, ihr werdet selbstverständlich auch nicht den Ankläger einfach so unterbrechen. Sonst wird euch das gleiche Schicksal blühen, was ich eurem Kollegen bereits angedroht habe. Haben wir uns verstanden? Verzeiht. Ansonsten ist natürlich auch für euch noch relevant, hattet ihr noch irgendetwas getan, nachdem eure... magische Dinge, entschuldigt. Nachdem eure Kameraden in das Haus vorrücken. Nun, wir beschlossen, diesen dämonischen Hort, ein Unheiligtum, wie mein Kamerad und Geweihter Kiaras, zeige mal auf ihn, ein Unheiligtum des gierigen Falschers. Dieses galt es auszuräuchern. Ist dies eine Behauptung oder führt ihr dafür weitere Beweise an, außer die Aussage des guten Herrn, wie hieß er? Kiaras. Flamino Carinor. Ah, Herrn Carinor, natürlich. Und ihr habt diese Aussage dann weiter überprüft oder seid ihr dieser Aussage dann gefolgt? Eine Aussage eines befreundeten Geweihten, dem ich vertraue, muss ich nicht weiter überprüfen. Ich bezweifle ferner, dass die Aussagen von Geweihten von uns instantan einer Misstrauensprüfung übergeben werden müssen. Ein Geweihter ist ein Götterdiener. Da habt ihr recht. Und ich vertraue Kiaras insofern, dass wenn ihr sagt, dort befindet sich ein Unheiligtum mit dämonischem Material, dann glaube ich ihm das. Habt ihr dieses dämonische Material danach in Augenschein nehmen können? Wir wurden unterbrochen von der damaligen oder derzeitigen Sultana Iphemia von Elborum. Sie legt uns nahe, schnellstmöglich diese Stadt zu verlassen. Also gelang es euch nicht, eine Art wirklichen Beweis mitzuführen oder gar selbst in Augenschein zu nehmen. Ist dies korrekt? Dazu hätten wir uns den Befehlen der Obrigkeit, die von der Obrigkeit von Aranien eingesetzt wurde, widersetzen müssen. Das würde uns in diesem Berichtsprozess angelastet werden, nicht wahr? Habt ihr denn der Dame einen Brief geschrieben, in der sie eure Aussage bestätigen kann? Sie versicherte uns,
kurz vor dem Verlassen dieser Stadt, dass diese Gebäude einer genauen Inspektion auf dämonische Usurpation unternommen wird. Dieser Bericht müsste euch vorliegen, nicht wahr? Habe ich so einen Bericht? Habe ich einen Bericht von der jetzigen Fürstin der Stadt, ob diese räumischen Gebäude irgendwas mit Dämonen zu tun haben? Hat die uns irgendwas geschickt? Ja, du hast ein sehr langes Schriftstück von Iphemia von Elberum, was dann noch später als Beweisstück von dir eingebracht werden kann und sollte, in dem dann festgestellt wird, dass es blutiges Gold im Keller gibt und dass die Eigentümer des Gebäudes dann auch sie wurden dann eben untersucht. Es gab keine Paktmaler an diesen Kindern, sie waren keine Paktierer, weder Voll- noch Minderpaktierer. Sie wurden auch nicht bestraft, weil der Besitz dieses Goldes nicht strafbar ist. Lediglich das Handeln, das Vertreiben, also wenn du das weitergibst und damit auch einen weiteren Minderpakt auslöst, das ist auf alle Fälle strafbar, aber der reine Besitz, wenn es im Keller rumliegt, das ist nicht strafbar. Ich lese gerade nochmal den Bericht, entschuldigt, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Und es gibt ein weiteres Schriftstück, was dir vorliegt. Es wurden zwei Gräume als Paktierer verbrannt. Ob du das einreichen willst, ist deine Entscheidung. Das macht natürlich keinen guten Eindruck, ne? Weil du bist Gräum und wenn du deine gräumische Gemeinde beschützen möchtest, dann ist das eben ein Beweisstück, das du nicht einbringen willst, aber was nur dir vorliegt. Bringe ich natürlich nicht ein, ich bin ja bescheuert. Oh, wart's nur ab, mit dir bin ich noch nicht fertig. Also, Herr Morenis, ich studiere gerade nochmal den Bericht. Und zwar stelle ich fest, dass die Prüfung vollzogen wurde und keiner der Besitzer des Hauses in geringster Weise einen Pakt oder gar einen Minderpakt besessen hat. Und der Besitz dieses Goldes ist nicht strafbar, sondern nur der Handel. Nun, wer wurde verhaftet? Wurden diese Kinder verhaftet, nachdem ihr dieses Haus bösartigerweise den Kindern überschrieben habt, um eure Hände in Unschuld zu waschen? Oder gehörte es vorher nicht den... Einspruch! Einspruch! Falsch. Ihr seid die Anklage. Ihr werdet angeklagt. Stattgegeben. Es war reine Spekulation, was ihr dort von euch gegeben hat, Adeptus. Unterlasst das ab sofort. Außerdem möchte ich nochmal daran erinnern, mein Herr, ich bin ein ehrbarer Bürger von Zorgan. Ich wohne schon seit Jahren in dieser Stadt. Ich war noch nie in Elberum. Und ich möchte auch nicht mit ähnlichen Dingen in Verbindung gebracht werden. Das ist Rufmord. Und wenn ihr dies nicht unterlassen solltet, werden wir uns bald wiedersehen in einer weiteren Anklage in eure Richtung. Homo ist ein ehrbarer Anwalt. Bitte. Ruhe. Herr Morinis. Habt ihr denn nun herausfinden können, wie ihr in eurem Gedächtnis, wie wir diese Informationen erhalten habt? Diese Information, dass sich dieses dämonische Gold da befinden sollte. Ja, das Meta-Wissen, das ich von Frosty bekommen habe, aufgrund einer Magiekundeprobe. Frosty, wie hat er diese Information erhalten? Also, die Information, dass dort Gold unten liegt, war eine Gassenwissenprobe. Eine Magiekunde. Das war eine Magiekundeprobe. Die Magiekundeprobe war, dass das blutige Gold Tasfara den Minderpakte auslöst. Ja, aber wer hat ihm das gesagt? Also ich werde ihn fragen, wo er die Information her hat. Gassenwissen. Also er hat mit Leuten in Elberum gesprochen, als sie sich dann am Hafen umgesehen haben. Mehrere Leute haben mehrfach bestätigt, dass es unten in diesem Keller blutiges Gold gibt. Und dann eine Magiekundeprobe hat den Magiern, die es dann geschafft haben, gesagt, dass blutiges Gold im Zusammenhang mit Tasfarel steht. Also langsam wird die Sache klarer. Mhm. Möchtet ihr dann jetzt einmal erläutern, wie es zu eurer Informationslage kam? Nun, ich hörte mich um und bei verschiedenen Händlern und Besuchern dieser dämonischen Lokalität wurde mir versichert, dass dieses Gold, was dort unten im Keller liegt und mit dem nach eurer Aussage nicht gehandelt wird, dämonisch verseucht ist. Man kann es leicht erkennen. Hat eine leicht goldene goldene rote Färbung und hin und wieder schwitzt das Blut aus.
Ein solches Wissen wundert mich bei euch natürlich überhaupt nicht, aber mir war das neu. Ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, dass ihr das aus Gerüchten habt, oder könnt ihr diese Menschen... Zeugenaussagen, die ich belegen kann. Wenn ihr wollt, kann ich euch die Zeugen benennen. Habt ihr die Namen der Herren und Damen von damals notiert und sie danach von Elberum hier hinbringen lassen? Nein, genauso wenig wie ihr eure Zeugen hierher bestellt habt, nicht wahr? Doch, also wie gesagt, wenn du willst, du hattest ja hohe Zeugen bestochen mit 100 Dukaten, also so, da, okay. da kann ein Händler mit SO8 dabei sein, der in den Geweiden, also das ist eine Lüge, aber du kannst den dann vorrufen, wenn du willst. Ich rufe den Zeugenstand für mich, Shirusev Ibn Damar, den Gewürzhändler aus, aus Zorgan. Ja, Shirusev aus Korb, aus Zorgan. Zorgan, ja. Der Schreiber wird dies im Gerichtsprotokoll notieren, dass der besagte Zeuge später befragt wird. Ja. Okay, also habt ihr diese Informationen dann gesammelt und dann weitergegeben. Das ist doch korrekt. Das ist korrekt. Danach habt ihr eure Mitstreiter verlassen und kurz darauf seid ihr zurück zu ihnen gestoßen mit dem Schrei, ich habe es nicht unter Kontrolle, flieht. Ist dies auch korrekt? Das ist verkürzt ausgesprochen korrekt. Und kurz danach brach dieses Wesen in das Haus. Ist dies auch korrekt? Das ist so nicht korrekt. Könnt ihr dann eure Aufnahme der Dinge darlegen? Natürlich. Ich hatte dieses Elementar an mich gebunden zum Zwecke des Einsatzes gegen die Heptarchie, die zur damaligen Zeit in Oron herrschte. Einspruch, magische Sachverhalte sind nicht Teil der Verhandlung. Nicht stattgegeben, es könnte relevant sein für die Einbettung des Vorfalls. Bitte fahrt fort. Ihr hattet den Elementar, den besagten Elementar an euch gebunden, ja? Zum Zwecke der Vernichtung dieses dämonischen Goldes innerhalb dieses dämonischen Casinos ließ ich ihn frei, um diese dämonische Materie zu vernichten. Im Zuge dieser Freisetzung wandte sich dieser Elementar allerdings gegen das Haus. Dies kann nur geschehen, wenn er korrumpiert wird oder eine dermaßen starke dämonische Verseuchung dieses Hauses vorliegt, dass er meinem Willen nicht mehr gehorcht. Ihr habt also keine Befehle diesem Elementar gegeben, dieses Haus anzugreifen. Ich habe ihm befohlen, die dämonische Materie im Keller zu vernichten. Und keine weiteren Befehle, nur dies. Warum braucht eure Antwort so lange? Müsst ihr überlegen. Nun, ich frage mich, worauf ihr hinaus wollt. Spekuliert ihr wieder? Nein. Ich habe euch die Frage beantworten. Ich rufe beide Parteien jetzt zur Ordnung auf, besonders euch, Adeptus. Ihr lehnt euch viel zu weit aus dem Fenster. Euch ist wohl nicht die Schwere dieser Anklage bewusst. Ihr müsst mir doch einfach nur sagen, was ihr dem Elementar genau befohlen habt. Wo ist Einspruch, das Problem? Magischer Belang. Könnt ihr mir sagen, was eure erste Reaktion darauf war, dass das Wesen dort einen Brand auslöste? Einspruch. Wieso ist es ja nicht, was mag, wieso ist doch sein Verhalten ist relevant für sein Leumund? Einspruch, ich glaube, der Leumund des Adeptus Abelmir wurde hinreichend festgelegt. Befehle und Forderungen an ein Elementar. Das entscheidet nicht ihr, wann der Leumund hinreichend festgelegt wurde. Mir geht es darum, was tut der Mann, wenn er in einem brennenden Haus sich befindet, in dem sich noch weitere Herren und Damen befinden, da er so ein großer Held ist. Was war seine Reaktion darauf? Einspruch, Spekulation, er befand sich in einem brennenden Haus. Passt eure Frage an die Gegebenheiten an. Einspruch, der Verteidiger Jarlan kann das gar nicht wissen, ob er in einem Haus war. Stattgegeben. Was? Wollen wir jetzt mal alle wieder ruhig werden? Ich denke, ihr solltet die Ordnung doch gerade Richterin überlassen, aber das ist ja nicht mein
meine Sache, das zu klären. Also, was war denn eure Reaktion, nachdem das Haus in Flammen aufging? Nachdem der Elementar das dämonenverseuchte Haus angriff, rief ich laut aus, um meinem Gefährten Al-Boltax Bescheid zu geben, dass ich ihn nicht unter Kontrolle habe. Ich nicke. Ja, das Publikum raunt. Also möchtet ihr mir damit sagen, dass euch die Kontrolle über diesen Elementar ohne euer Zutun verlustig gegangen ist? Einspruch, magische Frage. Ankläger Gumur, das ist nun wirklich ein magischer Belang. Ja, Entschuldigung. Danach, habt ihr noch eine weitere Frage oder seid ihr fertig? Was habt ihr denn danach getan? Seid ihr einfach dort stehen geblieben? Habt ihr Hilfsmaßnahmen eingeleitet? Habt ihr einfach nur da gewartet? Habt ihr noch irgendwas getan? Da ich davon ausging, dass in diesem dämonenverseuchten Haus, in dem ein Unheiligtum anscheinend anwuchs, Gräume waren, die man übrigens auch Falscher nannte in früheren Zeiten. Rassismus, aber ja. Das ist kein Rassismus, das ist eine Tatsache. Ja. Üble Gerüchte. Ich meine, man wirft euch ja auch nicht vor, dass ihr alle nur Perückenträger seid, oder, Herr Morenes? Kommt zum Punkt. Ich tat nichts derweil, um dieses dämonenverseuchte Haus zu retten. Eine Vernichtung dämonenverseuchter Gegenstände ist eine 12-göttliche Tat und sollte nicht unterbrochen werden. Nur noch mal eine allerletzte Frage an euch. Dieses Wissen um das, wie ihr sagtet, Dämonen-Unheiligtum, ist das nur euch bekannt gewesen oder euch, euren Begleitern? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Habe ich euch Bescheid gesagt? Ich glaube ja. Ja, sonst wären wir da nicht reingegangen. Ja, ich habe diese Tatsache natürlich meinen Begleitern mitgeteilt und der Geweihte Kias, ein Geweihter der Raya übrigens, bestätigte mir, dass dieses Unheiligtum dort anscheinend schon länger besteht. Da also auch... darf ich davon nur nach eurer Aussage, ist also der Herr Boltax hat zumindest das Wissen, oder euch, ihr habt das Wissen an Herrn Boltax weitergegeben, dass sich um ein Unheiligtum handelt. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Also ist vermutlich die Aussage von Herrn Boltax, er wollte den inneren Leute retten, sehr unwahrscheinlich, weil er vermutlich eher das für ihn benannte Unheiligtum vernichten wollte. Einspruch, Vermutung. Er sprach, darf ich diese Frage gern beantworten? Ja. Er sprach davon, er wollte Leute retten, keine Gräume, keine Kollaborateure Orons. Ihr möchtet also allen Gräumen hier Tiererei vorwerfen, ist das richtig? Nein, ich unterstelle den Gräumen oder Falschern Elborums Kollaborateure zu sein. Das ist mal Einspruch! Die in diesem Haus gearbeitet haben und für die Paktierer gearbeitet haben und an ihnen gutes Geld verdient hat. Schmutziges Geld. Hohe Richterin, das ist Rassismus! Seid leise, Bürger. Also, euren Generalverdacht, das ist natürlich eine ganz andere Sache. Und diese Anschuldigung, die hier ausstoßt, wird auch ein weiteres Verfahren nach sich ziehen. Das kann ich euch garantieren, wenn meine guten Bekannten dort oben davon erstmal hören. Anspruch, aber der Ankläger bedroht den Zeugen. Ankläger kommt zum Punkt. Habt ihr noch eine weitere Frage oder nicht? Nein, vielen Dank. Ich bedanke mich bei Herrn Morenes und würde dann noch irgendwann später nochmal zu Herrn Boltax zurückkommen, um auf seine gar sehr wunderliche Aussage zu treffen, dass er in einen Dämonenheiligt gar Gutes tun wollte. Vielen Dank. Und der Gräum topfelt wieder zurück zu seinem Stuhl, hops darauf. Ja, ich erhebe mich und gehe zurück auf die normale Anklagebank, vermute ich mal. Das Hohe Gericht beantragt eine Pause. Wir treffen uns in anderthalb Stunden wieder hier und werden mit der Befragung der Zeugen beginnen.